aktuelle Let's Play ist Super Mario 64, The Green Stars. Sammle die fünf mysteriösen Schlüssel. Hey, was machst du hier? Diese Schlüssel, nach denen du suchst, die sind hinter Dingen versteckt. Du solltest hinter allen Dingen nachsehen, Mario. Nutz einfach die Kamera und schau dich mit Mario um. Es sollte nützlich sein. Es ist hinter Dingen. Vielleicht hier hinterbei. Hier hinterbei ist auf jeden Fall eine Red Coin und hier hinterbei sehe ich diesen Schlüssel. Und ja, es sind Secrets, die nur auftauchen, wenn ich den Stern auswähle. Ich werde mal hier hinterbei. Nee, mein Haus ist immer noch unnötig, schade. Hintersachen mal sehen. Hier kommt dann auf jeden Fall der rote Münzstern hin. Hinter dem hier ist kurz noch nichts. Jetzt würde ich in den Abgrund stürzen. Hinter dem hier. Da unten ist eine Red Coin. Hinter dem hier? Nee, ist auch nichts. Nützlich wäre auch zu wissen, ob sie nur hier draußen sind oder ob sie auch im Haus sein könnten. Aber ich schätze mal, dass im Haus auch welche sind. Von diesen Schlüssel-Secrets. Hinter Dingen versteckt. Da kommt mir doch das Bild hier eindeutig. Ja, das war ein Secret. Nach dem hätte ich jetzt sicher lange gesucht, wenn ich nicht darauf gekommen wäre, dass man das Bild hier durch das Bild hier durch kann. Und ich fliege oben Gott sei Dank nicht an die Kante. Und da kommt hier einmal ein Guru. Und will nicht sterben. Stirbt aber trotzdem. Und wieder die Kamera, die mich hier fast umbringt. Mal sehen, ob da vorne. Jetzt ist da vorne auf einmal eine Röhre. Warum ist hier vorne auf einmal eine Röhre? Du warst vorhin nicht da. Ich wusste es. Ich komme hier rüber erst jetzt. Theoretisch könnte ich jetzt auch alle 8 roten Münzen sammeln, da ich jetzt weiß, wo sie sind, aber ich bringe mich lieber selber um. Ist viel lustiger. Also bevor wir jetzt die Secrets machen, machen wir die 8 roten Münzen. Da ich die letzten 2 Münzen schon gefunden habe, die mir vorhin gefehlt hatten. Nämlich. Dann machst du halt keinen Weitsprung, wenn du zu unfähig bist. Die rote Münze hier. Hatte ich vorher nicht. Weitsprung, Mario, das ist nichts Neues. Das kennst du schon aus dem Original. Das ist kein neuer Skill, der hinzugefügt wurde. Nur ein Skill, den du noch nie konntest. So, hier hoch war auch eine. Genau, und dann da rein, das waren 4, das da vorne ist die 5 bei dieser Tür.
Das hätte jetzt zweimal schief gehen können. So. Wo waren noch rote Münzen? Ich glaube, hier war keine mehr. Eine. Die nächste war dann oben. Schon. Da oben. Ja, das war zu wenig. Da schieße ich mich. Ich dachte, ich prall ab an der Spitze. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, die letzten zwei Münzen, eine auf dem Dach und eine in der Röhre. Holen wir jetzt zuerst die in der Röhre. Nicht, dass wir dann da drüben sterben. So, die müsste eigentlich ganz leicht sein, weil sie ja da unten ist. Und wieder zurück. Und da hoch. Und einfach raufrennen, was nicht geht, weil man die Kamera nicht drehen kann. Und ein Sniffit. Und hier die letzte rote Münze. Und der rote Münzstein kommt da unten hin. Also irgendwo da runter springen, wo man es überleben sollte, müsste, könnte. Egal, einfach mal nee, so springen, dass man auch noch irgendwas anderes tun kann. So, das war der rote Mensch-Stern. Die spukigen roten Münzen. Die fünf mysteriösen Schlüssel. Finde ich eine gute Idee, dass man die Secrets irgendwie kennzeichnet. Hier war ein Schlüssel, den hatte ich ja schon. Hatte ich hier raus nicht irgendwo einen zweiten gesehen? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich hatte hier raus noch einen zweiten irgendwo gesehen. Anscheinend nicht. Ich glaube, irgendwo gibt mir jetzt ein Secret ab draußen. Denn das war, glaube ich, schon das dritte Secret. Hinter Gegenständen, wo war denn das? Hier war ein Secret, das weiß ich noch. Und jetzt mal auf dem Dach nachsehen. Da oben auch irgendwelche Secrets rum, irgendwelche Schlüssel rumfliegen. Ich hoffe, dass keine da drüben sind. Ich glaube, meine Befürchtungen werden dann bestätigt werden. So, einfach mal darauf rennen. Mal sehen, ob hier irgendwo ein Schlüssel sein müsste. Ja, sehen würde ich hier jetzt keinen. Kann man ja rauf auf die Sternenbox.
Aber da ist nichts. Nee, warte mal. Vielleicht sehe ich von hier da drüben den Schlüssel. Nee, nur die Red Coins. Die habe ich ja schon. Oh, aggressiver Sniffit. Was kostet dich was? Ja, dann werde ich mich jetzt mal da drüben umsehen. Ja. Wow. Sniffit. Und das ist anscheinend wieder Mr. Eye, der mir den Stern gibt. Wenn er ein Auge hätte. Oh, hier hat er eins. Und ich glaube, er hat mich gesehen. Indem er ziemlich gut erschwert diesen Mr. Eye, da er sonst immer ziemlich leicht war. Aber wenn man von diesem Kreis runterfliegen würde, würde man sterben. Oder wenn er einen abschießen würde, würde man runterfliegen und sterben. The Starring Contest. Der Angststar-Wettbewerb. Aber da ist anscheinend nur Mr. Eye drüben. Und das war jetzt der letzte Stern. Brauchen wir immer noch die 5 mysteriösen Schlüssel. Und ich weiß immer noch nur 2, da ich den dritten glaube ich vergessen habe. War hier nicht irgendeiner? Ne, ich glaube mein, naja, stimmt. Mein Haus war immer noch leer. Wo hatte ich noch ein Secret? Ich glaube, ich hatte ein drittes. Bin ja festen Meinung, dass ich hier draußen 2 Secrets hatte. Schön, dass du hier gegen diese Wand springst, Mario. Einfach da hoch, Mario. Ja, nicht wieder hier Mr. Unfähig spielen. Einfach drauf da. So, und wieder an die 5 Schlüsselsuche. So, jetzt werde ich gleich mal nachsehen, ob hier oben einer ist. Ich glaube es zwar nicht, aber besser man hat nachgesehen, als man findet ihn nie. Irgendwo dahinter, also vielleicht hier? Nee. Ich glaube ich sehe einen, ja ich sehe einen. Diesen muss ich mir merken, der hier ist also ein zweiter Schlüssel heraus. Aber hier ist nichts mehr sonst. Hier vorne sind Schlüssel und das wird schmerzhaft. Aber nur 2 Schaden. Secret Nummer 1. Da habe ich den Schlüssel bei dem Grabstein noch gar nicht. Das hier war Secret Nummer 2. Ja, wo kann ich noch dahinter sehen? Mal eine kurze Pause. So, nach dieser Pause geht es weiter.
Mal sehen. Hinter etwas hier, hier. Nee, hier ist nichts, hier ist nichts. Hier ist gar nichts. Auge, verfolge mich. Hier war auch nichts, wie ich sehe. Nee, nee. Nein, auch nichts Auffälliges. Wow. Unter diesen Grabsteinen ist auch nichts. Und ich glaube, so habe ich dann dieses hier gesehen. Ja. Dann wird hier keins mehr sein, also vielleicht hier gleich am Start. Hier rundherum um das Ding. Das wäre fies. Aber es sieht mir mal nicht so aus. Nein, hat auch nicht gemacht. Ist nichts. Hier ist auch kein Schlüssel mehr. Oben hätte ich auch keinen Schlüssel gesehen. Also in der Röhre. Und auf dem Dach auch nicht. Also ganz oben. Der Spitze des Towers. Hier ist immer noch nichts. Und mal rein da. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Kein Schlüssel weit und breit. Aber fliegende Stühle. Mal sehen bei dieser Red Coin. Nein, habe ich noch nicht. Secret Nummer 3. Ah, dann müssen die restlichen irgendwo da oben sein. Es gibt sonst keine andere Möglichkeit. Ich habe hier unten alles abgesucht. Ich wüsste nicht, wo ich hier den Schlüssel vergessen hätte. Hier immer die Kamera so drehen, vielleicht sehe ich was. Nee, ich sehe hier nichts. Keinen Schlüssel oder irgendwas ähnliches. Hier auf dem Dach wäre mir auch noch kein Schlüssel aufgefallen. Ja, wieder
so eine nervige Secret-Suche, wo ich drei Secrets finde. Aber dabei bleibt es dann auch. Obwohl die Secrets sogar durch so einen Schlüssel markiert sind, werde ich hier keine weiteren Secrets finden. Doch, eins habe ich noch. Also bleiben wir hier bei 4 stecken und wo ist das letzte? Das wäre sehr interessant zu wissen. Vielleicht habt ihr da drüben auch irgendwelche. Irgend so eine Fläche, auf der man seitlich einen kleinen Spalt hat zum Stehen. Vielleicht hier unten bei der Red Coin auch nichts zum Stehen. Hier seitlich auch nichts zum Stehen, nee. Oh nein! Egal, ich kenne 4 Secrets, das letzte keine Ahnung, also bis dann und auf Wiedersehen.